Hallo und willkommen zurück zu Edna bricht aus mit eurer Story-Eule. Wir haben schon wieder eine ziemlich harte Nuss zu knacken. Aber ich glaube, es könnte das Problem sein, dass wir wieder mit dem Schlüsselmeister reden wollen. Wir brauchen jetzt ja Hilfe. Das heißt, vielleicht können wir ihn jetzt mitnehmen. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal wieder die Wache ablenken. Okay, wir haben gegengehauen, wir haben gekratzt. Können wir irgendwas abmontieren? Musik. Die brauchst du nicht mehr. Ups. Oh. Oh, ist ja gar nicht kaputt. Wer war das? Niemand. Auf zum Schlüsselmeister. So, jetzt kannst du aufhören, unzufrieden zu sein. Wir haben einen Lieferwagen. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Du bist ganz schön undankbar. Wir müssen die Wache schon wieder ablenken. Los, Kaugummi, rette uns. Yippie, da komm. Alt. Was ist das? Ach. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik, aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Also einen Reifen habe ich. Guck. Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Und ich habe Startkabel. Das hier könnte uns sicher helfen. Wie clever von dir. Aber soweit ich weiß, braucht man zur Überbrückung eine aufgeladene Energiequelle. Vielleicht sollten wir lieber die Meinung eines Experten einholen. Dann brauchen wir den Alumann. Ach nein, ich muss wieder was kaputt machen, damit wir hoch zum Alumann können. Der war im Fernsehraum. Alumann, wir brauchen deine Hilfe. Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ja. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alumann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Ganz schön fix unterwegs. Aha. Ja, lustig aus. Nettes Muster. Oh. Sind das Dino-Knochen an der Wand? Achso, das sind sowieso Dino-Knochen an der Wand. Aber das erklärt, warum Professor Nook da nach Fossilien sucht. Wir müssen wieder... gleich zurück. So, ab in die Garage. Nanu? Ist der Alumann noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen... Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Oh. So schlimm also. Alu, was ist los? Hey Alu,
Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Was los? Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Naja, das... Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben? Ja, schönes Plätzchen. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja, es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Qi aufladen. Was auch immer das heißt. Ich gehe dann schon mal. Bis später. Ob das wohl so klappt wie der Fernseher? Wie war denn das? Das war irgendwo so. So. So eine Art. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Okay, vielleicht sollte ich mir das mit dem Fernseher nochmal anschauen. Ja, gleich zurück. So. Glaube. Wow. Ha! Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Das war das Muster vom Fernseher. Hallo, was sagst du dazu? Hey, Alu! Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Was hältst du davon? Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Qi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Ich bin für die Teleport-Variante. Kann's jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Hast du eins? Ja. Hier, bitte. Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Wir brauchen einen Ersatzreifen und einen Wagenheber oder so. Warum habe ich das Gefühl, dass bei dem oder so, dass kein Wagenheber sein wird? Gehen wir doch mal zurück zu den Essenden. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Ja, rein da, Edna. So. Hey! Psst! Ich habe einen Fluchtplan. Ich habe einen Fluchtplan.
Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Ah, sehr gut. Das heißt, die helfen, den Reifen zu montieren. Ich verkriech mich dann mal wieder. Ist gut. Bis dann. Gut, dann schauen wir doch mal. Gabel, 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 Gabel. X. Essensschlacht! Oh, das ging einfach. Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Das nur, weil der Bienenmann seine Kartoffel auf Adrians was auch immer geworfen hat. So, Leute, wie sieht's aus? Flucht! Alle bereit? Ah, sehr gut. Seid ihr bereit? Klar. Hast du den Ersatzreifen besorgt? Schon lange. Da ist er. Nicht ganz das richtige Fabrikat. Aber als Provisorium sollte er ausreichen. Ja, wir wollen ja auch nur den Berg runterfahren. Hervorragend. Da bin ich wieder. Können wir dann endlich los? Noch nicht ganz. Der Motor läuft, soweit so gut. Und einen Ersatzreifen haben wir auch. Damit fehlt nur noch das Haupttor. Viel Glück. Gut, Kinnas. Ich mach mich dann mal an die Arbeit. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Steigt schon mal ein. Ich kümmere mich um das Tor. Ich hab da einen Plan. Upp. Und ab nach da hinten. Hehehe. Harvey, wir kommen hier endlich raus. Wer ist da? Na warte, dich kriege ich. Der lernt auch nicht dazu. Andererseits hat er uns im Spind noch nicht gefunden. Hey, wo bist du hin? Weg durch Magie. Ich sollte noch irgendwas tun, damit der Wächter das Tor nicht gleich wieder schließt. Nein, er scheint tadellos zu funktionieren. Keine Zeit fernzusehen. Ich sollte noch irgendwas tun, damit der Wächter das Tor nicht gleich wieder schließt. Ins kaputt hauen? Das ist kein Haudin, Lukas. Es ist nur der Knopf fürs Tor. Keine Zeit rumzualbern. Könnt ihn rot machen? Keine Zeit rumzualbern. Nie wieder klemmende Schubladen und so. Nur noch dieser Knopf trennt mich von der Freiheit. Was könnte man da tun? Harvey, was hast du für eine Idee? Sieh nur, Harvey, der grüne Knopf. Cool. Die roten drücke ich zwar lieber, aber na gut. Man nimmt, was man kriegt. Ich kann die Unterschrift... Cool. Ja. Jetzt können wir ihn bei... Das war nicht, was ich wollte. Vielleicht mit dem Schlüssel? Generalschlüssel passt nicht in den Knopf, der das Haupttor öffnet. Wir werden niemals hier rauskommen. Niemals! Ja, das ist er! Keine Zeit rumzualbern. Was können wir denn machen? Keine Zeit rumzualbern. Aber ich habe nicht so richtig einen Plan, wie wir verhindern. Vielleicht mit dem Stuhlbein. Universalstuhlbein. Keine Polster und keine Klimaanlage mehr. Nur noch dieser Knopf trennt mich von der Freiheit.
keine Zeit, Radio zu hören. Standen einfach nur davor. Ha, schnippschnapp. Hey, was hast du getan? Raus hier! Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben. Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Oh oh. Hulgo, du solltest beiseite gehen. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, das gibt gleich zum zweiten Mal Kopfschmerzen für ihn. Oh, Glück gehabt. Die Garage! Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner. Verflucht. Ja, ich glaube, das ist ein viel besserer Plan. Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Ups. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Oh nein. Aber wir haben immerhin noch unseren Kugelschreiber. Und unsere Bienentopflappen. Und den Generalschlüssel, falls wir aus irgendeinem Grund doch nochmal zurück wollen. Nicht, dass das jemals vorkommen sollte. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind raus aus der Irrenanstalt. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was genau da passiert ist. Also beim Haus von Ednas Vater. Aber damit werden wir uns beim nächsten Mal beschäftigen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.